Valera gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Oh, ich habe einen Zuschauer. Hi. Das ist interessant. Das Video dürfte erst am Sonntag hochkommen. Da ich das am Freitag aufnehme, grüße ich dich in dem Sinne. Mr. Nomsisator. Was? Nomisnator. Ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Nomisnator. So. Das ist nicht gut. Bereit zum Ausritt. Kostet meinen Stab. Aber mal schauen, was er dagegen macht. Vielleicht wird den ja schon rein. Oder die Fiery Rinex. Oh, eine Münze. Versucht das die Arati Waffenschmiede. Eine der besten Karten für den Krieger in der Arena. Und da ist genau die Karte, die ich gerade brauchte. Ah, oh, was bin ich froh, dass der gekommen ist. Huiuiuiui. Blut und Beute. Sieht bisher gar nicht so schlecht aus, sein Deck. Von dem, was er spielt. Oh. Nee. Shredder oder... Ja, er spielt Shredder. Und warte erstmal. Sollte der Shredder unerwartet überleben und ich irgendwie den einen Typen wegknallen kann. Oh, verdammt. Nee, kann ich nicht. Okay. Na dann wird's Zeit, ein paar Karten zu ziehen. Tretet bei oder noch mehr Piraten. Boah, ich kann ihn nicht, ich kann ihn nicht entfernen. Zeit für ein Schrecklich. Ich glaube, das werde ich verlieren, weil ich keine Möglichkeit habe, die anderen beiden zu entfernen. Und meine Monster haben nicht genug Angriffskraft, um deren, ne, oder um seine zu entfernen. Von Jägata. Murloc. Gute Entscheidung, mir nicht noch mehr Karten zu geben. Aber was macht er jetzt? Ich wäre ja über zwei weitere Diener dankbar. Ihr könntet jetzt ein leichtes Level spüren. Verteidigungssysteme aktiviert. Ah, shit. Oh, ausweiten. Das kommt gerade wie gerufen. Irgendwie, wenn ich jetzt nur noch kombinieren könnte. Also ich auf jeden Fall den hier weghauen. Und den hau ich auch weg. Dann würde ich am ehesten irgendwas spielen, was den noch irgendwie weghauen kann. Und da ich 7 Mana habe, kann ich leider nicht so viel machen. Von daher... Muss ich jetzt leider so machen. Was macht er noch gleich? Ah, Kampfschrei. Oh, Mann. Das ist nicht gut. Das ist gut.
Der kommt weg. Das ist kein Mech, ne? Nein, schade. Triff ihn bitte. Danke. Und bevor jetzt irgendwas spielt mit 4 Angriff und Charge, aka der Korkron-Typi, kriegst du noch einen Buff. Blöd. Ich kann ihn entfernen. Auch wenn es weh tut. Aber ich muss ihn entfernen, sonst habe ich so oder so verloren. Das ist wirklich gerade so ein ekelhaftes Spiel. Ich frage mich, ob. Denn ich habe keine Mittel, um Leben wieder herzustellen. Also überhaupt keines. Aufgepasst! Oh Mist. Ja, den kann ich entfernen und ich hoffe, ich treffe den irgendwie. Oh Mann. Los, also ich muss den entfernen. Oder ich treffe den anderen weg. Macht keinen Unterschied. Dieser. Gut, der ist schon mal weg. Du nicht nehmen kannst. Näher und hör zu. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC130. So, und jetzt muss ich hoffen, dass er keine Karte hat, um mir einen Schaden zuzufügen. Also am besten keine Waffe oder ein Vieh, was anchargen kann. Schlimmste natürlich das Schweinchen. Das ein Mana 1-1 Vieh. Ich frage mich, ob. Na? Was ziehst du da raus? Überlegst du, welche Karte du benutzt, um mich zu töten? Na, scheiße. Hey, es ist Troxor. Wir können ihn zerstören und wir können Troxor spielen. Oh weh, ich gewinne das jetzt noch, ey. Bitte hab dreimal Wirbelwind und buff mich einfach stark. Es wäre super nett von dir. Er zittert vor der Macht Sturmwind. Hey, ein Frostelmünter. Das ist wahrscheinlich der total falsche Move, weil er bestimmt Silencer auf der Hand hat und jetzt angreifen kann. Ich hoffe mal nicht. Ah, oh, Top-Deck-Monstrosität. Ist doch lächerlich. Das war... Bäh. Was soll ich ja machen? Ich hätte den Spinnenpanzer einmal auf mich einschlagen lassen können. Hätte ich ihn besiegt, eventuell. Eventuell. Na, wer weiß. Man kann ja nicht alles wissen. Valera gegen Rexxar. Lass die Jagd beginnen. Seid auf der Hut. Und wer sagt bitte, dass das irgendwie... Dass der Ogre hätte gesagt... Dass der Ogre gesagt hätte... Alter, was hat er in der Hand? Ich komme mich nicht drauf klar.
Ah. Zum anderen hätte auch der Oger erstmal ihn angreifen müssen. Das ist eine schönes. Das ist ein schönes Feld für ihn hier. Für den Zombie, ne? Der Oger hätte ja vielleicht gesagt, ich greife nicht seinen Face an, ich greife ihn einfach fett direkt so an. Auf in die Schlacht! Ah, verdammt. Alter, Face Hunter. So, dann. Step. Steppy, 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 step, step, step. Immer in die Niere. Denn in der Niere. Da kann er nichts machen. Das ist uncool. Ah, jetzt habe ich es aber. So, er hat Misha gespielt. Nein. Das ist uncool. Dies ist unsere Stadt. Haut ab. Mit genug Glück hat er keinen Mehrfachschuss. Wollt ihr etwas in die Luft? Oh, du miese Ratte. Ah, oh, ich hasse den Bomber. Ah, das ist gar nicht mal so schlecht. Speicher genau einen Schaden. Und dann haue ich noch den Armani-Bedanker raus. Für ein bisschen mehr Felddruck. Ich hätte erst überlegt, ob ich den Sturmlanzenkommandeur, das ganze Kommando auf ihn loslasse. Haben wir aber dann gedacht, nee, ich habe hier das schöne Dingen, das passt irgendwie besser. Und spielt gerade so wunderschöne Karten. Allerdings bringt er mich damit ziemlich tief. Also vom Leben her. Dieses ein Leben mit Döns ist schon recht nett. Aber halt gefährlich. So, ah, das Stroxor. Und da ist mein Attentat. Plus 1 Angriff, das ist ganz nett. Na, komm. Eine Explosivfalle wäre ganz nett. Also absolut gar nicht nett. Aber er spielt ja irgendwie nichts. Bis auf immer ein Monster. Oder ein Ork. So. Das wären 10. Reicht nicht. Ich habe ein riesiges So, Gleichstand. Natürlich doof, wenn er jetzt ein oder zwei Mana Wildtier hat und zwar Fass. Aber dann kann ich nichts dagegen machen. Oh, da ist ein Geheimnis. Kann ich Bedarf würfeln? Klar machen zum Entern! Und jetzt flutet der erst das Feld. Das kann mehrere Ursachen haben. Ich bin bereit! Okay, sie ist eine Eiskältefalle.
Dann haben wir gewonnen. Bereit zum Ausritt. Diese Gewalt in Kosten, meine Damen. Los geht's. Gut gespielt. Das war es einfach rauszufinden, was das gewesen wäre. Wäre es eine Explosivhalle gewesen, hätte ich meinen 3-3er reingeschickt. Der wäre hochgegangen auf, was ist das? 5-1. Wäre ins Gesicht gegangen. Da hätte ich noch meinen Wolfsreiter gespielt und meinen schönen Dolch. Er wäre so oder so down gewesen. Aber halt nur, wenn ich ihn ins Gesicht bretze. Aber wollte noch testen, ob es eine Eiskältefalle ist oder eine Schlangenfalle kann es auch gewesen sein. Valera gegen Uther. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Seid auf der Hut. Ah, das ist wunderschön. Das kommt auf 1. Da spiele ich auch 2, wenn er keinen Minion spielt, was er eigentlich im Normalfall tun sollte. Und wenn ich das spiele, kann ich es damit auslösen. Deswegen behalte ich ihn erstmal. Oder ich spiele auch 2 den Berserker. Die Freude ist ganz meinerseits. Ah, das Attentat. Schön. Dies ist unser Staat. Na komm. Kleines Feuerwerk. Melde mich zum Dienst. Oh, Staffelsleiter ist gar nicht schlecht. Los geht's. Also in der nächsten Runde. Bringe ich ihn genau auf 20 runter. Sollte jetzt nichts anderes spielen. Ein junger Drachenfalke. Lustig. Ja, das sieht aus, als würde es Zeit werden für... Nehmt das! Den Schlachtzugsmeister. Los geht's! Wollt ihr was? Allerdings trade ich erstmal ein bisschen auf, damit ich... ja, ein ganz angenehmes Feld habe. Von dem ich dann weiter ausgehend mehr... machen kann. Hey, noch ein Trog. Ist halt ja wirklich im Namen des Trogs. Eww. Bye, Trog. Und des Weiteren... Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Opfere ich meinen angeschlagenen Radelsführer. Wollt ihr was von einfach nur, um mein Feld zu schützen. Sollte er eine Weihe spielen, hätte er es letzte Runde getan, außer hätte sie jetzt gezogen. Gebt mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Ah, ein wunderschönes Target. Ein wirklich wunderschönes Target. Na, den will ich aber noch benutzen hier. Wen soll ich töten? Los geht's. Schnell und stark zuschlagen. Er bekommt 3, oder? Er bekommt 3. Dann hätten wir einen 6-1er gehabt, letzte Runde. Also gar nicht mal so schlecht. Geht hinter mir in Deckung. Ich würde sagen, das ist irgendwie schon Game, oder? Das ist Game. Gut gespielt. Schnell. Los geht's.
Das war im Verhältnis jetzt recht simpel. Aber es liegt halt daran, dass der Schurke eine echt schnelle Klasse ist in der Arena. Sieht man ja auch an der Kurve hier. Es geht ja, ist abfallend und nicht aufsteigend. Valera gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Seid auf der Hut. Es ist Tweety. Ihr wisst schon, dieser kleine komische Vogel von Warner Brothers. Der immer gerne gefressen werden wollte von der einen komischen Katze. Nicht. Ich bin bereit. Ja. Und ich hasse den Magier jetzt schon. Los geht's. Und meine Münze für einen schönen Dolch verschwenden musste. Damit ich diesen blöden Gnom wegkriege. Aber okay. Nimm ich hin. Ah, das ist auch eine schöne Kombo. Kann ich ihn selber auslösen. Also das Ei. Los geht's. Und ich greife an. Einfach nur. Damit ich nächste Runde das Ei opfern kann. Weil es ist nutzlos geworden. Nehmt das! Kriege ich das Ding tot? Nee, ne? Zu wenig Schaden. Oder zu wenig Kombinationsmöglichkeiten. Ich frage mich. Das ist natürlich doof. Gefällt mir nicht. Los geht's. Schnell und stark zuschlagen. Jetzt habe ich kein Feld, das ist irgendwie richtig bäh. Und zum anderen hat er jetzt ein Guidance gespielt, was höchstwahrscheinlich Spiegelgestalt ist. Aber das kann man ja einfach rausfinden. Tretet bei oder sterbt oder beides. Dann nehme ich einen Minion-Spieler, der nur zwei Leben hat. Oder weniger. Aber wenn ich weniger spiele, zerstört ihn einfach. Und so hatte ich noch etwas davon. Mein Attentat behalte ich erstmal. Denn es geht einfacher. Und zwar mit Ausweiden. Auch wenn Magier so richtig sind. Drehen wir einfach das Frostelementar ein. Was da eigentlich so gar keinen Sinn macht. So gar keinen Sinn ergeben kann. Weil das Ding ist ja schon eingefroren. Ich frage mich, ob... Ach, Kältekegel. Das ist gemein. Kann ich den entfernen? Ja, ich kann ihn entfernen. Kann ich mal kurz was Größeres dazu spielen? Ich frage mich, ob. Ohne irgendwie was zu verschwenden? Ich vermute mal nicht. Alles, was ich mache, ist entweder ein zu viel oder ein zu wenig. Auf genau 5 komme ich nicht. Ist ja doof. Los geht's.
Und jetzt bin ich wieder in der Gefahrenzone, wo es heißt, Angst zu haben, dass er kein Pyroschlag hat. Oder zwei Feuerbälle. Oder zwei Feuerbälle und ein Frostbolt. Prügelzeit. Ah, Verwandlung. Cool. Mein Mäh. Schaf. Ah, Scheiße. Schaf, mach ihn kaputt. Die Wahrheit ist mein Schild. Ach, Blut hat er noch gesehen. Ah. 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 Am Ende des Zuges, das ist doof. Ich würde sagen, wir haben schon verloren. Er hat einen Pyroschlag. Ich so nehme es mal an. Viele Möglichkeiten. Und er wird ihn spielen. Tretet näher und hört zu. Und ich? Ich sitze hier und warte ab. Ah, Flammenfuß. Gut gespielt. Natürlich doof gelaufen. Ich habe ein riesiges Gewehr. Und wenn ich angreife, bin ich so krass tot. Wenn ich nicht angreife, bin ich auch krass tot. Ich hasse solche Pattsituationen. War richtig hart. Ohne Heilung. Und dann wieder gegen Magier verlieren. Ich hasse es. So viele Möglichkeiten. Ich warte einfach ab. Gut gespielt. Ach, noch ein Schlingender und Tiger. Okay, das ist doof. Richtig krass doof. Chugga, 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 chugga. Ja, ich kann nichts machen, ne? Hätte noch ein Mini mehr, könnte ich eventuell den rüberziehen, aber dann habe ich trotzdem verloren, weil er den einfach anpingt und mich zuschlägt hier mit den beiden. Ja, ne? Gut gespielt. Danke. Aktiviere den Mental- Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ich gebe auf. Danke. Alle Magier. Ich hasse sie. Ich hatte nicht mal Trogsor gezogen. Oder den anderen Trog. Überhaupt einen Trog. Hätte ich einen Trog gehabt, hätte ich ihn besiegt. Aber nein, ich habe keinen gezogen. So läuft das Leben. Man besiegt einen, man verliert einen. Ja, 75 Gold und eine Kartenpackung. Schon 3 Stück die Woche. Und die Folgen kommen raus am Sonntag und eventuell Montag. Das heißt, am Mittwoch könnten wir insgesamt 5 Kartenpacks haben. Ja, es ist interessant. Auf jeden Fall möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst bitte Kommentare in Form von Lob, Kritik, Verbesserungsvorschlägen, Zugverbesserungen und sonstigen Vorschlägungsmöglichkeiten, was ich Neues an Serien machen könnte. Ihr könnt auch jemanden grüßen, wenn ihr wollt.
Vielleicht baue ich sogar ein Video ein, wer weiß. Also ins nächste Video dann. Ja, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch einen Daumen nach oben geben. Also dem Video. Ihr könnt, wenn ihr wollt, den Channel abonnieren. In den sozialen Netzwerken bin ich auch zu finden. Steht alles in der Info. Wenn ihr wollt, könnt ihr gegen mich spielen. Steht auch in der Info, wie ihr mich erreichen könnt. Halt über soziale Netzwerke, über das Battle.net selber. Wie der Herr Numisator da. Numi. Oh, ich komme seinen Namen nicht klar. Numisnator. Nenn ihn einfach Numisnator. Nenn ihn einfach Nomi. Wie der Nomi. Und. Ja. Wir spielen ab und zu. Läuft ganz hervorragend. Ich trainiere ihn dabei ein kleines bisschen im Competitive-Spiel, weil Arena läuft ja momentan nicht so gut bei mir. Und ja, gab's noch was? Abonnieren, favorisieren könnt ihr auch noch, teilen könnt ihr das Video oder die ganze Playlist. Ja. Und ansonsten heißt das wieder bis zum nächsten Part, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.